Hallo Patrick. Hallo Stefan. Du als Fertigungsleiter kannst mir doch sicher erklären, wie wir die Vega strukturiert haben, damit wir für unsere Kunden so schnelle Lieferzeiten hinbekommen. Nachdem wir im Vertrieb den Kundenauftrag in unserem System bestätigt haben, erhält die Fertigung direkt den Auftrag. Der Liefertermin wird dabei unabhängig von der Auslastung der Fertigung anhand der Konfiguration des Sensors ermittelt. Das ist, denke ich, ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Damit wir das dann erreichen, haben wir die Fertigung in zwei Bereiche gegliedert. Die Auftrags- und die Lagerfertigung. Baugruppen wie Elektroniken und Gehäuse werden dabei auf Lager gefertigt. Der Sensor wird dann kundenspezifisch angefertigt. Wie genau muss ich mir das jetzt vorstellen? Komm doch mit, dann schauen wir das vor Ort an. Okay. Im Detail sieht das so aus. Durch unsere modulare Sensorbauweise sind viele Baugruppen an Lager, wie Gehäuse und Elektroniken. Sie werden vorgefertigt und können für den Auftrag aus dem Lager genommen werden. Und alles, was nicht auf Lager gefertigt ist? Das wird dann auftragsbezogen gefertigt, sobald der Auftrag eingegangen ist. Hierfür finden einige Arbeitsschritte parallel statt. Zum Beispiel werden Antennensysteme, Schweißbaugruppen und Kabel zeitgleich produziert. Dadurch wird viel Zeit eingespart. Zum Schluss werden alle Baugruppen zum kundenspezifischen Sensor zusammengefügt. Geht dann das fertige Gerät sofort in den Versand? Nein, jedes Gerät wird vorher auf Funktion geprüft. Wenn alles in Ordnung ist, wird es verpackt und versendet. Ich bin beeindruckt. Den größten Beitrag dabei leisten unsere Mitarbeiter. Durch sie erreichen wir eine Liefertreue von 97%. Ihre Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit ist uns besonders wichtig dabei. Vielen Dank, Patrick, dass du dir Zeit genommen und uns die Fertigung gezeigt hast. Gerne. Jetzt wissen wir, wie Vega es schafft, 80% der Geräte innerhalb von 2 bis 5 Tagen nach Auftragseingang auszuliefern. Wenn euch das gefallen hat, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!